Scheiße. Ich sitze hier vom Laptop, keine Videoidee. Bass hilft mir jetzt. Kein Kontakt mehr gehabt seit ein paar Monaten, aber der wird mir schon helfen. Video, ach, Handy anrufen da. Yo, Bass. Hast du eine Videoidee? Digga, meine Katze hat vier Beine, du altes Bären. Ruf mich bitte mal hier an jetzt, weil ich muss pullern. Alles klar. Alles klar! Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Vibes Clan Kanal. Euer Komplett begrüßt euch heute mal hier auf dem Kanal. Und bevor ich erkläre, wer kurz wer ich bin, was seht ihr im Hintergrund? Ihr seht im Hintergrund Gameplay, was ich nicht weiß. Geil, oder? Nein, der Snipes wird euch schon was im Hintergrund packen. Was genau, kann ich euch nicht sagen. Aber ich hoffe, es ist wieder was richtig Freshes, so wie ich es gewohnt bin. Und ja, ich werde heute mich ein bisschen vorstellen kurz und dann noch eine kleine Story oder ein kleines Thema raushauen. Und ja, also ich bin Uwe aka Complete. Ich bin selbst YouTuber, jetzt mit ein paar 70 Abos auf jeden Fall, unten in der Beschreibung auch verlinkt. Bin 18 Jahre jung und wohne in Brandenburg, spiele auf der PS4 und das ist schon so das Standardmäßige. Und bin wieder bei Vibes gelandet, kann man sagen. Ich war ja schon mal drin, aber da war meine Videoqualität bzw. meine Audioqualität für die Mülltonne. Ganz kurz gesagt, es war einfach Mülltonne. Hat sich jetzt natürlich wieder gebessert, da ich mit meinem Programm auch wieder klarkomme, ich mir ein besseres Headset gegönnt habe. Und ja, bin wieder hier zurück. Das Snipes hat mich wieder aufgenommen, kann man sagen. Und jetzt gut und schön gelabert von mir jetzt hier. Jetzt geht's zum Thema. Das Thema ist Vergleich BO2 PS3 und BO3 PS4. Also diese zwei Themen, BO2 PS3 versus BO3 PS4. Ist... Für manche werden sich jetzt denken, wie kannst du zwei, oder ich sag jetzt gleich mal vom Spiel aus, zwei Spiele vergleichen, die gar nichts miteinander an sich zu tun haben, beziehungsweise die komplett anderen Spielaufbau haben. Gut, schön und gut. Sind zwei unterschiedliche Spiele, aber ich ziehe da trotzdem ein paar Vergleiche, die auch aber mit der jeweiligen Konsole zu tun haben. Ich gehe mich mal auf den ersten Punkt, den viele Gamer mittlerweile als Hauptpunkt sehen. Es ist die Grafik. BO2 und PS3. Das weiß jeder, auch selbst mit HDMI-Kabel hatte das Ding einfach eine scheiß Qualität oder Grafik, das hat keinem gepasst. Auf der BO3 mit PS4 muss man ja mittlerweile mit einem vernünftigen Monitor oder Fernseher spielen. Man hat einfach eine affengeile Grafik. Ich gebe es zu, ich zocke jetzt selber auf Monitor. Das ist einfach eine bessere Grafik. Kann man einfach nichts anderes dazu sagen. Und ja, Sound. Viele werden sich denken, was meint der Typ mit Sound? Und Sound meine ich einfach, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Lobby ist und mit seinen Kollegen redet. Jetzt kommt das Knackpunkt oder der Knackpunkt in dem Fall. Auf der PS3 hatte man das Problem, dass man nur per Ingame-Chat reden konnte, nicht in einer privaten Party, sag ich jetzt mal. Oder man konnte schon, aber dann habe ich es nicht rausgefunden. Man hat hauptsächlich über den Game-Chat geredet und das war wieder für die Mülltonne. Sagen wir es ganz ehrlich, die Qualität der Gespräche war einfach für die Mülltonne, weil... Weiß nicht, da hätte ich mir einen Radiosender geben können, der hätte bessere Qualität gehabt. Also ganz ehrlich. Und jetzt vergleiche ich das mit der PS4. Klar, PS4 fortgeschrittenere Konsole. Klar, haben sie viel besser gemacht. Man hat eine eigene PS4-Party mittlerweile, worüber reden kann. Die Soundquali ist einfach dreimal geiler. Da kann man sich viel geiler sogar aufs Game konzentrieren, meiner Meinung nach. Und man hat dadurch auch den, sag mal, den Spielmodus SND revolutioniert. Ich kann dieses Wort echt nicht aussprechen, Leute. Und ja, das dritte ist das Gameplay-Geschehen oder sagen wir mal die Gameplay-Standards. Wenn man in BO2 den Nuklear gerissen hat, eine gute, war die Community meiner Meinung nach für die Videos zufrieden, beziehungsweise ja,
eigentlich schon so. Und bei BO3 ist es einfach der Punkt für mich, sag ich jetzt mal so, wenn du den Nuklear erspielst, die nicht unter, was weiß ich, 120 Sekunden ist, Alter, dann ist das nicht ansehnlich für manche Leute. Es ist echt so. Ich habe da mir ja schon bei anderen YouTubern oder Kollegen das durchgelesen. Alter, da denke ich mir, alles klar, Leute. Viele laden jetzt auch keine Nuklears mehr hoch, weil viele sich denken, nein, heutzutage kommt es auf das an, wie es erspielt ist. Das heißt, auf Movement, Aim. Das ist für mich eigentlich auch schon mittlerweile so ein Punkt, den ich bei meinen Gameplays, wenn ich wieder welche mache, berücksichtige. Ist ganz einfach so, weil für mich das ansehnlicher rüberkommt. Als wenn ich da so eine Nuklear hinklatsche und mir zusammenkarte. Gut, das habe ich bei meiner auch gemacht, aber ja gut. So, ja, das sind so eigentlich das Thema, was ich ansprechen wollte. Ich habe heute mehr Sprachfehler drin als alles andere, Leute. Ohne Mist mal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen hier von mir, das erste Video auf diesem Kanal. Wieso wiederhole ich mich, Alter? Was ist halt mit mir los? Ohne Scheiß mal, Leute. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt oder ich mir generell zu mehreren Themen, die ihr mir auch in die Kommentare schreiben könnt, äußern soll oder meine Meinung raushauen soll, dann, wie gesagt, schreibt Themen in die Kommentare. Ich werde mir da die besten raussuchen. Natürlich vorher auch recherchieren. Boah, also ihr könnt mir jetzt hier nicht reinschreiben, beispielsweise irgendein Thema und ich nehme das dann instant sofort auf. Ich werde natürlich erstmal vorher 1-2 Tage mich dafür an den PC setzen und recherchieren. Das ist ja normal. Auf jeden Fall. Lasst dem Video auf jeden Fall eine Bewertung da unten, Kommentar und checkt mal auch meinen Kanal aus. Da ist jetzt vor ein paar Tagen ein geiles Video oder ein interessanteres Video hochgekommen für die Kleine vor allen Dingen, muss man sagen. Und von meiner Seite war es das jetzt eigentlich auch schon. Haut da rein, Leute. Ciao.